Na, die Grenze wird gesetzt durch unser Grundgesetz, die Grenze wird gesetzt auch durch unsere historische Verantwortung, die Grenze wird gesetzt durch den Artikel 1 unseres Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und da steht ja nicht drin, die Würde des christlichen Menschen ist unantastbar oder des deutschen Menschen oder, sondern die Würde des Menschen ist unantastbar. Die Freiheit der Kunst ist auch in unserem Grundgesetz verankert, sehr wichtig, weil die Kunstfreiheit auch etwas ist, das die zu beschützen ist, wenn ich an unsere historische Verantwortung denke, wenn ich daran denke, dass wenige Tage nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten, nach einer Wahl, zu der sie ja gewählt worden sind, die Bücher gebrannt haben hier in Berlin, die Museen geräubert worden sind, beziehungsweise Bilder vernichtet worden sind. So, die Kunstfreiheit endet aber da, wo sie mit antisemitischen Bildsprachen zum Beispiel, Sie sprechen sicher Dokumente an, wenn sie mit antisemitischer Bildsprache agiert, dann endet die Kunstfreiheit. Und dann gibt es auch keine Argumentation, die sagt, man muss das aus einem lokalen Kontext heraus, aus einem regionalen Kontext heraus erklären. Denn Antisemitismus ist nicht nur bei uns Antisemitismus und völlig inakzeptabel, sondern ist es auch in Indonesien und in anderen Regionen dieser Welt. Also Kunstfreiheit ist auch meine Aufgabe, unsere Aufgabe, sie zu schützen und zu bewahren, auch vor politischer Einflussnahme. Also ich kann nicht hergehen und kann sagen, das gefällt mir und das gefällt mir nicht und das, was mir nicht gefällt, gilt nicht mehr. Sondern ich muss Rahmenbedingungen schaffen, dass Kunst sich frei entfalten kann. Aber es gibt die Grenze, und das ist die Grenze, und das war in Kassel tatsächlich dieses große Bild, wo mit antisemitischer Bildsprache genau diese Artikel 1 und die Menschenwürde verletzt wurden. Das gilt genauso übrigens für etwas, was bisher meines Wissens nur in einem Institut überhaupt bearbeitet wird, an Anti-Zigana-Bildsprache. Denn Sinti und Roma sind nach wie vor auch Opfer von Antiziganismus, von Ausgrenzung. Und auch da gibt es eine Bildsprache, die deren Würde massiv verletzt. Vielen Dank für Ihre Frage. Ist Ihre Frage damit beantwortet? Nicht ganz. Nicht ganz. Darf ich fragen? Ja. Da ist noch eine Frage. Darf ich eine Nachfrage stellen? Es gibt wohl noch immer ein Bild auf der Documenta, das antisemitische Bildsprache enthält, von diesem Kollektiv Taring Padi, das Land den Menschen. Da gab es auch in der Welt vor kurzem einen langen Artikel. Und die Macher der Documenta, auch die Kuratoren, die weigern sich, sich mit diesem Bild auseinanderzusetzen oder das zu diskutieren. Also was sagen Sie dazu, dass da diese Verweigerungshaltung herrscht? Das glaube ich nicht, dass es eine Verweigerung ist, denn es gibt ja jetzt seit kurzem, das hätte man auch schon ein halbes Jahr früher machen können oder müssen. Es war ein Vorschlag von uns, aber jetzt will ich nicht nach hinten gehen, dann nützt ja jetzt nichts, aber wir haben im Januar vorgeschlagen, dass Verdachtmomente öffentlich geworden sind, als vermutet wurde, dass möglicherweise es bei der Documenta auch zu antisemitischen Darstellungen kommen könnte, haben wir vorgeschlagen, dass ein Beirat aus Expertinnen, Experten zusammengesetzt wird. Ehrlich gesagt, wir hatten die Personen auch schon aus Israel, aus den USA, Antisemitismusforscher, Kunsthistoriker, Raphael Groß, der Leiter des Deutschen, also des Hauses der Geschichte, Deutsches Historische Museum, Haus der Geschichte ist vorne, Entschuldigung, des Deutschen Historischen Museums, aber es war vor allem der Aufsichtsratsvorsitzende, der das nicht wollte. Und da wir jetzt oder ich als Kulturstaatsministerin weder im Aufsichtsrat noch in der Gesellschafterversammlung in irgendeiner Form bei der Documenta institutionell eine Rolle spiele,
war das eine Empfehlung, ist aber nicht durchgesetzt worden. Jetzt gibt es diesen sehr hochrangig besetzten Beirat, Berater, und die setzen sich sehr wohl damit auseinander. Sie setzen sich sehr wohl damit auseinander, und wenn es ein Bild geben sollte oder eine Darstellung, die antisemitische Bildsprache zeigt, dann wird das auch nicht geduldet, dann wird da auch konsequent rausgezogen. Übrigens in einem anderen Fall ist nicht ein Bild abgehängt worden von einem Künstler, sondern er kann nicht mehr zu Documenta kommen, weil er wirklich in einer ziemlich unsäglichen Manier unter anderem den Bundeskanzler beschimpft hat, als Faschistenpack und was weiß ich. Und da hat der Nachfolger von Frau Schaumann hat Konsequenzen gezogen, hat gesagt, es geht jetzt nicht um sein Kunstwerk, aber er selber hat keinen Platz mehr. Und ich glaube, wo wir bereit sind, ist, dass es eine Strukturreform geben muss, dass ich sehr deutlich gemacht habe, dass wenn Bundesmittel zum Beispiel in eine Ausstellung oder eine große Veranstaltung fließen, das war ein kleiner Anteil der Kosten der Documenta, wirklich ein relativ klitzekleiner Anteil, nicht mal 10%, sind über die Kulturstiftung des Bundes an die Documenta gegangen, ohne dass die Kulturstiftung des Bundes aber inhaltlich irgendwie etwas sagen konnte oder mitgestalten oder mitbestimmen konnte. So, das will ich konsequent ändern, und wir sagen, ja, wir sind bereit, Mittel zu geben, weil die Documenta ist eine der größten Ausstellungen und Veranstaltungen globaler moderner Kunst, und bei all dem, was wirklich inakzeptabel ist und was passiert ist, sollte man nicht vergessen, dass es über 1500 Künstler und Künstlerinnen gibt, die dort ausstellen, aus Bangladesch, aus Vietnam, aus Mali, viele afrikanische Künstler, die großartige Werke dort präsentieren. Also, dass diese Documenta auch eine hohe nationale und internationale Bedeutung hat, deswegen bin ich bereit, dass wir mit eine Rolle spielen, dass aber Mittel nur dann zur Verfügung gestellt werden, wenn wir auch institutionell Einfluss nehmen oder mit in die Verantwortung kommen. Und die Strukturreform, die wird angegangen, die Documenta endet Ende September, ich glaube am 25. September. Und es gibt eine große Bereitschaft vom Land Hessen, der Ministerpräsident hat sich dazu geäußert, die Kulturministerin hat sich dazu geäußert, und ich hoffe auch, dass die Stadt Kassel und die Verantwortlichen bereit sind, dass wir uns überlegen, wie kann eine Struktur aussehen, in der es nicht so eine Art Kette von Verantwortungslosigkeit gibt. Das Problem war nämlich tatsächlich, dass eigentlich niemand richtig die Verantwortung übernehmen wollte oder übernommen hat, und das hätten wir anders machen können und auch anders machen müssen. Wie die Debatten von Dekolonialisierung in einer globalen Welt geführt werden oder wie sozusagen möglicherweise auch über es wieder zu einem Reimport von beispielsweise Antisemitismus kommt in dieser Debatte. Ich glaube nicht, dass es eine Hierarchie geben kann. Und es kann auch nicht einen guten Rassismus geben. Gibt es nicht. Und Opfer von Rassismus, das muss man sehr, sehr ernst nehmen. Und ich glaube, was wichtig ist, tatsächlich nicht die Neugier und die Offenheit zu verlieren, gerade wenn es um globale Erfahrungen geht oder um Erfahrungen im globalen Süden, wo wir nur herzlich wenig wissen. Was ist eigentlich los in Indonesien? Was ist die Geschichte Indonesiens? Und vielleicht bei allen Schmerzen, die Documenta, bei allen Sorgen und auch Ängsten, die Documenta und diese antisemitische Bildsprache, die an diesem einen Bild entstanden ist, oder vielleicht möglicherweise, das wird ja jetzt zu überprüfen sein, es noch ein weiteres gibt, dürfen wir die Neugier genau auf die Erfahrungen im globalen Süden nicht verlieren.
Aber noch einmal, dass es schlimme Erfahrungen von Unterdrückung, von Rassismus, von Ausgrenzung sind kein Grund oder können nicht zur Akzeptanz von einem anderen Rassismus führen. Das ist aber schwer, das ist extrem schwer, und diese Debatte, die müssen wir intensiv führen. Also ich mache das jetzt zum Beispiel, wir haben in wenigen Tagen zum ersten Mal im Kanzleramt einen sogenannten runden Tisch Kolonialismus oder Dekolonialisierung. Da sind wir ganz am Anfang in dieser Frage. Wir sind verdammt am Anfang, weil wir in Deutschland so ein bisschen in so einer Sicherheit gelebt haben. Ja, Kolonialismus, das Thema, da sollen sich mal die Franzosen und die Briten und die Belgier und die Niederländer und die Spanier und die Portugiesen damit auseinandersetzen, wir doch nicht. Wir waren doch immer die Guten. Naja, so war es halt leider nicht.